Mein Name ist Yves Schürmann und ich bin Jetmechaniker bei der Rega. Als Jetmechaniker bin ich dafür zuständig mit dem Team zusammen, dass unsere Flugzeuge eigentlich immer einsatzbereit sind. Das heisst, wir machen grössere und kleinere Wartungsarbeiten, wenn der Jet heimkommt, sodass er eigentlich immer schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist. Wenn man über den Atlantik fliegt auf 10, 11 Kilometer Höhe, dann ist man einfach froh, wenn alles funktioniert. Daher sind wir froh, sind wir auch so gut in der Zuverlässigkeit drin und auch werden wir so gut gewartet, also wie der Jet so gut gewartet bei uns. Bei den Flugzeugflotten ist es so, dass wir eigentlich pro Flugzeug dreimal im Jahr einen grösseren Check haben, einen sogenannten A-Check. Das heisst, die Flugzeuge stehen im Schnitt 4 bis 5 Wochen im Jahr fix am Boden, wo wir so einen grösseren Check haben. Alles andere planen wir eigentlich immer zwischen den Einsätzen, planen, die kleineren Checks. Wir kontrollieren die Triebwerke auch in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Das sind visuelle Kontrollen. Wenn es dann tiefergehende Kontrollen ist, dann brauchen wir auch externes Personal, das uns dort dabei hilft. Wir sind ein wichtiges Glied in der Rega-Kette, denke ich, dass man die Einsätze auch wirklich fliegen kann, oder? Dass die Flugzeuge zurzeit verfügbar sind und nur dann wirklich am Boden stehen, wenn es auch geplant ist, respektive wenn es nicht mehr anders geht. Ich finde, es ist ein sehr gutes Team und man spürt das jeden Tag, dass eigentlich jeder gern für die Rega arbeitet.